Willkommen in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo die hohe Temperatur und die Luftfeuchtigkeit den Fahrern zu schaffen machen werden. Welche Herausforderung bietet die Strecke hier in Abu Dhabi den Fahrern wohl? Das hier ist eine sehr komplexe Rennstrecke. Sie verlangt häufiges Bremsen und dadurch entstehen wohl beim heutigen Qualifying die meisten Fehler. Der letzte Sektor ist schwer zu meistern. Dort gut durchzukommen, wird entscheidend sein. Also, wir haben ein paar neue Teile für diese Session montiert. Hoffentlich erhöhen sie die Geschwindigkeit des Autos noch ein wenig. Und damit ein herzliches Willkommen in Abu Dhabi. Das, meine Freunde, ist die letzte Strecke. Und hier müssen wir noch ein paar letzte Punkte holen, würde ich sagen. Wäre zumindest gut, ne? Widme dich bei Gelegenheit mal einigen unserer Trainingsprogramme. Du musst sie nicht alle in einer Session absolvieren, doch dadurch erhalten wir wertvolle Daten für die Rennstrategie und die Autoentwicklung. Tja, im letzten Rennen leider Motor verreckt. Aber... naja. Ich hoffe mal, dass dieses Rennen... besser wird's. Okay, hier ist Jeff. Du verursachst unnötigen Verschleiß am Getriebe. Versuche es etwas zu schonen, sonst verlieren wir es vielleicht. Schon wieder die Meldung? Oh je, ich ahne Böses. Wow, was war das? So. Oh Mann. Letzte Rennen hat mich sowas von angekotzt. Mein Auto spielt schon wieder. Klasse, du hast diese Strecke so gut wie gemeistert. Das ist eine sehr starke Grundlage für das Wochenende. Okay, auf jeden Fall sehr kurvenreich. Das kann ja was werden, ha? Huh?
wird schon schief gehen, oder? Wow. Schwere Strecke. Oh Gott! Ich hab geschlafen. Oh je. Das sah böse aus. Ich wollte gerade die Punkte angeschaut. Sag mir. Klasse, du hast diese Strecke so gut wie gemeistert. Das ist eine sehr starke Grundlage für das Wochenende. Eins ist beste Runde. Okay. Nee, das kann gar nicht sein. Stopp. Oh Gott. Ach, come on, was soll denn der Müll? Diese und nächste gibt's auch, ne? Programm abgeschlossen. Gute Arbeit. Wir haben in diesem Durchlauf einige exzellente Daten erhalten. Also komm zurück in die Garage. Mach ich doch jetzt. Naja. Muss besser sein. Ziemlich kurvenreich. Auf jeden Fall spannend. Zu viel dazu.
wir mal irgendwie heute noch Zeit rausholen hier. Yeah, das ist gut für die Reifen. Das Gequietsche. Alter, es hat zu viele Kurven, wie schwer das ist mit den Reifen, ne? Okay, wir müssen das Tempo hochschrauben. Wir erreichen unsere Ziele nicht. Wir werden das Programm erneut durchführen müssen, wenn wir das Delta nicht in den grünen Bereich kriegen. Wenn ich hier auf lange Rahmen geht es auch ziemlich weit runter immer. Kann ich vergessen. Ist blöd dafür, echt. Letzte Runde. Das ist die letzte Runde des Programms. Der Wagen reagiert gerade zu empfindlich.
Sorry. Müsste jetzt sein. Das musste jetzt sein. So. Weiter geht's. Muss doch klappen, Mensch. Einmal rutscht sich echt. Ah! Zum Kotzen. Ne? Oha, komm, ich hab die Kurve was so schön grad. Wir sind jetzt auf Rang 14. Die letzte Runde bringt uns auf P14. Boah. Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Ja, einmal über die Huppe. Vorbei. Alles klar. Gut zu wissen. Nein, was ist denn jetzt? Garage. Okay. Ja. Die Strecke wird interessant, meine Freunde. So viel dazu. Die wird echt interessant. Ein interessantes Training. Schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Räikkönen, Verstappen und Lewis Hamilton. Die Trainingsbestzeiten stehen fest, aber die Punkte werden natürlich erst beim Rennen vergeben. Wir sind bald wieder mit noch mehr Formel 1 zurück. Ach, ich bekomme eine Kritsch. Strafe, ne? Ja klar. Was, plus 10 Positionen? Boah, ist das hart.
Jetzt nur wegen dem Motor. Alter, ey. Scheiße. Ich habe eigentlich gedacht, beim letzten Mal, dass es noch reicht. Aber das war wohl nix. Das war wohl nix. Aber gut. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Auf jeden Fall, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Formel 1. Ciao, macht's gut, euer Sweezy.